Seit einigen Jahren befassen wir uns schon sehr intensiv mit der wirklichkeitsnahen Prognose der Querkrafttragfähigkeit von bestehenden Brückenbauwerken, von Spannbetonbrücken und dabei vor allem von alten Brücken mit relativ geringer Querkraftbewährung. Zur genauen Analyse der unterschiedlichsten Einflussparameter, die dieses Querkrafttragverhalten ganz maßgeblich beeinflussen, bedienen wir uns auf der einen Seite numerischer Simulationen. Wir brauchen aber immer noch umfangreiche experimentelle Untersuchungen hier im Labor, um die verschiedensten Effekte genau beschreiben zu können. Darüber hinaus durften wir auch bereits eine reale Brücke in mehreren Brückenfeldern bis zum Querkraftversagen in situ belasten. Die aktuell laufenden Versuche führen wir in einem eigens konzipierten, innovativen Versuchsstand durch, bei dem wir quasi einen Ausschnitt einer Brücke betrachten wollen. Wir untersuchen hier die Querkrafttragfähigkeit vorgespannter Balkenelemente, die an das globale System eines Durchlaufträgers angelehnt sind. Und in unserem speziellen Fall ist hier vor allem die Längsbewährung von großem Interesse. Das bedeutet, wir versuchen die Längsbewährung sukzessive infolge der Versuchsserie zu reduzieren und damit die Effekte der Längsbewährung und auch resultierender Dehnungszuwachs im Spannglied näher zu beurteilen. Neben der Variation des Längsbewährungsgrades liegt unser Fokus auch auf verschiedenen Effekten, was die Querschnittsform angeht. Das heißt, wir testen einmal Rechteckquerschnitte und einmal Plattenbalkenquerschnitte, jeweils unter der verschiedenen Konfiguration des Längsbewährungsgrades und versuchen so Rückschlüsse auf den Dehnungszuwachs im Spannglied, auf die Verzerrungen in der Längsbewährung und allgemein auf das Versagen und den Versagensmechanismus und auch resultierende Duktilität im Nachbruchbereich zu ziehen. Wir haben hier entlang der Längsbewährung faseroptische Messtechnik. Damit sind wir in der Lage, quasi kontinuierlich sowohl über die Länge des Bewährungsstabs als auch über die Versuchsdauer hinweg die Verzerrungen zu detektieren und insbesondere die faseroptische Messtechnik entlang der Bewährung im Spannglied im Verbund mit der digitalen Bildkorrelation ermöglicht uns vertiefte Einblicke, was das innere Kräftegleichgewicht im Versuchsträger angeht. Das heißt, wir können hier wesentliche Rückschlüsse darauf ziehen, inwiefern sich Rissbildungsprozesse auf Kräfte im Beton, auf die Bewährung und im Spannglied auswirken. Mit Abschluss der Versuchsreihe zur Variation des Längsbewährungsgrades lassen sich verschiedene Einflüsse wie die allgemeine Querschnittsverzerrung oder ein möglicher Dehnungszuwachs im Spannglied neu bewerten, besser bewerten. Mit den neuen Ergebnissen, die wir aus unseren Versuchen generieren, sind wir letztlich in der Lage, die Rechenmodelle genauer zuzuschärfen und so die Wirklichkeit näher abzubilden. Das heißt, wir können genauer sagen, was die Brücken wirklich tragen können, also die Realität beschreiben. Und damit sind wir letztlich auch in der Lage, Tragreserven zu erkennen, mögliche Tragreserven zu identifizieren und so den bestehenden Brückenbestand so lange wie möglich zu erhalten.